Hallo liebe Freunde von CrypTV, freut mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Jetzt will ich noch zum letzten Mal eine kleine Erklärung abgeben und dann wird bei den nächsten Videos von mir es gut sein. Also, ich wurde zweimal gestrikt. Das bedeutet, dass ich auf YouTube jetzt besser aufpassen muss, welche Videos ich hochlade. Ja? Denn bei einem dritten Strike, dann ist mein Kanal gelöscht. Und diese zwei Strikes bekam ich binnen einer Woche und durfte dann eine Zeit lang nichts mehr hochladen. Und da ich der Zensur und der Nötigung, nichts mehr hochladen zu dürfen, nicht unterliegen will, habe ich mir eine andere Videoplattform gesucht. Ja, es wäre ja wirklich schade, wenn mein Kanal gelöscht wird bei einem dritten Strike. Und weil ich sehr viele Videos hochgeladen habe, die sehr wichtig, finde ich, sind. Nun, um welches Video geht es jetzt, das ich euch vorstellen will? Das sind gleich jetzt drei Videos. Dazu schalte ich mal auf den Monitor um. Ich war wieder mit dem Elvis unterwegs und da habe ich hier diesen Film gemacht. Ich möchte euch eben wegen den Roboter, der diese Aussagen bei YouTube erkennt und dann entscheidet, ob ein Video hochgeladen wird oder nicht, nicht die Chance geben, wieder mein Video zu löschen. Darum lest einfach den Titel dieses Videos hier selber. Denn das letzte Video, das ich hochgeladen hatte, war noch nicht mal auf öffentlich gestellt und wurde schon gestrikt. Also hört ein Roboter rein, was in dem Video gesagt wird. Und wenn es ihm nicht gefällt, dann wird es gelöscht. Das ist der erste Teil von diesem Tag, ja? Ich will aber noch einen kleinen Tipp geben bei allen Videos auf dieser Videoplattform von mir. Klickt auf Start, dann gleich wieder auf Pause. Dann geht hier auf das Videozahnrad. Da seht ihr, dass das Video nur auf 480p zum Anschauen ist. Das ist eine Kartoffelkamera-Qualität. Ich habe es aber schon auf HD hochgeladen. Darum klickt auch noch hier drauf. Geht dann auf 1080p. Und das Video ist in Voll-HD zum Genießen. Der zweite Teil wiederum, da hat es jetzt nicht funktioniert. Wenn ich hier auf Start klicke, vielleicht rendert es ja noch nach bei diesem Video. Ich hoffe es. Wenn ich hier auf das Zahnrad klicke und da, dann bleibt es auf 480p. Ich vermute mal, wenn ein Video längere Laufzeit hat, weil das andere hier ist ja etwas kürzer, dann kommt der Server bei dieser Videoplattform nicht mehr hinterher, es auf Voll-HD hochladen zu können. So ist es auch in den... Also hier geht es um dieses Thema dann im zweiten Teil. Das war überhaupt so ein ganz tolles Zuckerl. Und im dritten Teil... So, wieder auf Pause. Da ist leider die Auflösung auf nur 480p, weil es eben wieder über eine Stunde dauert. Ich vermute mal, dass bei dieser Videoplattform, wenn es bei über einer Stunde geht, nicht mehr die volle Qualität zur Verfügung steht. Ich hoffe nicht. Wenn ich irgendwas falsch mache beim Hochladen, ich bin ja noch neu hier, muss mich da noch etwas ausdüfteln, dann bitte gebt mir Bescheid. Sagt mir bitte unter den Videokommentaren, was ich falsch mache. Ich lade alle Videos in Voll-HD hoch auf dieser Videoplattform. Warum es nicht immer funktioniert, ist mir dennoch noch immer ein bisschen ein Rätsel. Wenn ihr mir weiterhelfen könnt, dann bitte gebt mir diese Tipps. Eins möchte ich vielleicht noch erwähnen. Genau, ich schalte mir noch mal kurz um. Hier auf meiner neuen Videoplattform hier. Da sind ja hier diese ganzen Videos hochgeladen. Ich habe euch ja beim letzten Teaser gezeigt, wo war das? Genau. Bei diesem Video hier findet ihr unten noch die Live-Mitschnitte von diesem Tag. Das ist nur eine Zusammenfassung von einem Tag. Aber von diesem Tag habe ich ja auch Live-Mitschnitte gemacht, wie hier. 9 Stück an der Zahl. Weil die eben so, ich war den ganzen Tag hier dort und da war ich 6 Stunden lang aktiv beim Filmen. Und bis zu 5 Stunden Videomaterial habe ich von diesem Tag gefilmt und in 9 Teile aufgeteilt. Und das hatte ich ja im letzten Video schon angekündigt, das Video, aber vergessen zu erwähnen, dass man hier noch auf diese bis zum 9. Teil auch klicken kann. Und dann kommt man hier auch noch von diesem Tag hier hin. Okay, somit habe ich mich in diesem Video jetzt zum letzten Mal erklärt, warum CryptoTV, ich auf dieser Plattform bei YouTube keine
vollwertigen Videos mehr hochladen werde, aber es dennoch tun werde, nur woanders. Und wo ihr diese Videos findet, werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken, sowie eben dieses letzte Video, was ich euch präsentiert habe. Auch in der Kommentarfunktion werde ich den Link reinsetzen. Somit danke für eure Aufmerksamkeit und ich würde mich freuen, wenn es mal bei CryptoTV treu bleibt und wir uns das nächste Mal wiedersehen bei einem spannenden, lustigen oder brisant wichtigen Thema. Tschüss.